As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zur mittlerweile 17. Folge hier auf Game Inc. Zum Durchgehen mit Marco the Ninja. Mein Name ist Martin. Und gemeinsam haben wir mittlerweile erfolgreich ein weiteres Achievement mit viel Story-Background entdecken können. Und viel geschickt, das wir an den Tag gelegt haben. Aber da muss ich euch ja nicht drüber aufklären. Das wisst ihr ja. Nichtsdestotrotz machen wir uns des Lebens. Und fragen uns gerade, wie wir hochkommen. Ah, okay. Jetzt dachte ich schon, ich hätte Mist gebaut. Und schon wieder am freien Himmel. Und einer Fahne im Vordergrund, was aussieht. Ist ja eine interessante Lösung, das so schemenhaft darzustellen. Müsste man in dem Spiel vielleicht öfters einsetzen, damit es deutlicher rüberkommt. Was ist denn das für ein Gebäude? Ich guckt euch das mal an. Die ganzen Formen hier, da haben sie sich aber ausgetobt. Das sieht ja aus wie eine Festung und das sieht aus ein bisschen wie so ein Fachwerkhaus. Mitten in der Großstadt. Na dann. Springen wir doch mal direkt rüber und hoffen, dass es klappt. Und weil wir gut im Hoffen sind, haben wir natürlich nicht vor überprüft, ob unten ein Gegner ist. Soweit kommt's noch. Stattdessen finden wir einen Wim. Okay, du kannst dich also vorher mal ankündigen, ne? Strange, unpredictable, and dangerous. You're as good as banished. And when your mission's over, you're dead. Das konnte ich gerade nicht folgen, redet sie von mir. Dann wäre meine Motivation hiermit endgültig am Boden. Ich bring mich doch nicht selber um. Okay, das lohnt sich natürlich total. Viel Neues haben wir auch nicht. Was ist das? Gleitkick? Okay. Halte C und drücke linke Maustaste, um den Feinde zu rutschen, was sie von den Füßen holt. Vielleicht ist das doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir diesen Tod von oben haben. Das ist, glaube ich, das hier. Angriff von oben. Genau. Will ich mal behaupten. Oben fehlt ja. Dann wäre das unter Umständen gar nicht mal so schlecht. So, wie funktioniert das hier nochmal? Okay, das macht er automatisch. Gut, halten wir uns nicht lange hier auf. Wir können hier eh nicht viel erreichen. Oder was ist mit dir? Das ist das Günstige. Liegt bei 3. Wir sind bettelarm. Kein Wunder, dass wir uns auf der Straße rumtreiben. Tja. Sieht noch recht mau aus. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, wir kriegen mal mehr von diesen Masken. Nicht, dass ich hier jetzt einiges übersehen habe. Ich möchte es nicht hoffen. So, wie sieht das hier aus? Da komme ich nicht weiter. Also benötige ich dich. Seht ihr, das ist, was ich meine. Er sieht sie jetzt nicht mehr, bedingt durch die Perspektive und den Winkel und allem drum und dran. Aber beim Blitz funktioniert es nicht. Also wenn man es hier so extrem nimmt mit dem Sichtfeld, dann bitte auch beim Blitz. Habe ich unten was übersehen? Nein, habe ich nicht. Werfen wir doch einen kurzen Blick auf die Karte. Wir sind immer noch bei durchbricht die Festungswände. Die Punkte gehen gut voran. Und darauf werde ich wohl noch aufmerksam gemacht. Locke eine Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Ja. Da bin ich mal gespannt. Da ist schon der erste. Ja, genau. Was habe ich noch vorhin von Blitzen erzählt? Soll ich dir folgen?
Gibt's hier oben noch was? Nein, gibt's nichts. Ach was, das ist doch ein Witz, also... Ja, meine Fresse, hey. Jetzt dachte ich, ich könnte mich auf sie verlassen. Die wird schon wissen, was sie tut und dann... Sowas hier. So. Sei mal nicht so neugierig, Typ. Sinneswandel, so, so. Die Framerate, was ist hier wieder los? Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Wann befinden wir uns in einem Raum, wo man echt nicht davon ausgehen dürfte, dass da jetzt unbedingt eine sehr viel größere Leistung vonnöten ist? Und dann ist es doch. Und dann wieder genau der umgekehrte Fall. Das ist schon etwas irreführend. Hier unten scheint ein abgeschlossenes System. Dann gehen wir erst nach unten. Was haben wir denn hier? Tiefe. Abgrundtiefe. Und Punkte. Diesmal ohne Story. Das war ja schon fast zu einfach. Geschick ist das, was hier heute nicht zur Verfügung steht, wie es aussieht. Ein Checkpoint. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da ist auch noch nicht so viel zu sehen. Schwingen wir uns mal auf den Baum. Ein bisschen tiefer. Meine Güte, die Areale hier sind aber gerade echt sehr groß. Alles klar. Zwei Gegner. Hier würde es sich eventuell anbieten, einen anzulocken. Bin mir nicht sicher, ob dieses optionale Ziel angeboten wird für den Moment, wo man es machen soll. Oder ob ich da jetzt rund um die Uhr die Möglichkeit zu hätte. Das habe ich immer noch nicht so gerafft. Und hinab mit dir. Der Blitz scheint da jetzt durch, nicht wahr? Natürlich. Ah, gut. Also wenn er mich jetzt schon entdeckt hat, dann... Na, sag mal, mache ich jetzt das Licht aus. Sonst sieht er mich ja auch noch. Das werden ja immer mehr. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die da oben. Was bist du denn für ein Scheinwerfer? Okay, du hast eine Kappe oder einen Schutz oder ein Gitter oder was auch immer. Moment. Genau da komme ich von oben. Hier kann ich auch hoch. Und da ist schon der Scheinwerfer. Quatsch, das ist ein Typ mit einer Lampe. Hole ich mir. Da hinten steht, glaube ich. Nein, das ist eine Satellitenschüssel. Oh Junge, Junge. Jetzt weiß ich, was hier mit Festungswänden gemeint ist. Das hier ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Festung. Ach, sieh mal an. Das hätte ich ja beinahe übersehen. Da komme ich her. Dann wird hier wohl eine Verbindung bestehen. Dann checken wir die doch mal gerade aus. Ein Kronleuchter. Hestians Festung. Alles klar. Was ist das da unten? We're getting close. But there are guards all over the grounds. We should head down to the catacombs. That will be our best shot to get to the inner key. Ich habe den Eindruck, dass das das bisher größte Level ist. Und nicht nur, was die Optik her macht. Hund. Hund ist ein Problem.
Den werde ich mit dem Kronleuchter erschlagen. Aber zuvor... Ach scheiße jetzt. Wie komme ich denn von dorthin, dorthin? Ohne dass der hier entdeckt. Warte mal. Das ist noch nicht der Fall. Wir sind noch nicht in den Katakomben. Okay. Dann lassen wir es drauf ankommen und lassen den Kronleuchter einfach runterfallen. In der Hoffnung, dass da unten nicht noch mehr Leute sind. Oder wir stellen uns geschickter an. Ungewohnt, ich weiß, aber kommt auch vor. Und checken mal die nähere Umgebung aus. Wir können nämlich von links und von rechts auch was mit anfangen. Ah, guck, er kann das doch tatsächlich. Das probiere ich jetzt nochmal, dann weiß ich genau, wie das geht. So geht er hoch. Okay, er macht das automatisch, das ist gut zu wissen. Okay. Das war jetzt gerade ein Speicherpunkt. Dann will ich mich da mal nicht weiter vorwagen. Ja, wie gesagt, das Areal ist doch ziemlich groß. Und man möchte doch die Möglichkeiten ausloten, die man da hat. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Und dann schnappen wir uns den Typen, wie vorhin gedacht. Er macht's tatsächlich. Wunderbar. Dann soll der Hund doch gerade mal seinen Blick abwenden. Da hinten scheint niemand zu sein. Gut. Und zack. Oh, da links ist noch einer. Verdammt. Oder? Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Dich ziehen wir dir doch mal hier rüber. Jetzt erweist es sich doch als recht nützlich. Bin ich mir gerade nicht sicher, kann ich hier durchspringen oder nicht? Ja, von der anderen Seite. Nein, das ist eine massive Sache hier. Ein massiver Boden. Dann schnappen wir uns den auf der anderen Seite. Eieiei. Gerade noch gerettet. Hier können wir uns nicht festhalten. Das ist gut zu wissen, dass ich den da erreiche. Mann, da dreht er sich gerade in dem Moment um. Hey, untersteh dich. Na? Hier wieder ein massiver Boden. Eine Stahltür, da kommen wir nicht durch. Offenbar hat er uns nicht entdeckt. Müssen wir noch mal checken, wo der Typ hier nochmal ist. Nein, ich brauche die 4. Hä? Wo ist denn der hin? Ah, da kommt er. Ah, okay, der geht raus. Das war mir nicht klar. Also ich muss ja sagen, diese Spielelemente, die wir hier gerade erfahren mit dem Ausloten der Möglichkeiten und so, das ist doch schon sehr, sehr cool.
Das ist echt gelungen in dem Spiel. Lassen wir dich erstmal da liegen. Da scheint es wohl weiterzugehen. Oder nach unten. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Da ist er nicht hoch genug gesprungen. So, dich ziehen wir jetzt ins Gebäude rein. In die Dunkelheit. Das sollte nicht passieren, ich wollte dich nur ablegen. Jetzt brauchen wir wieder die 1. Dann kann das mal. Okay, also nach unten geht's auf jeden Fall in die Katakomben. Dann werden wir uns erstmal oben entlang handeln. Das sieht mir noch nach etwas aus, das man einsammeln kann. Siehe an. Okay, gut, wir können nichts einsammeln. Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir wohl von anderer Seite rangehen. Sofern wir da überhaupt noch hin müssen. Okay, dann gucken wir doch mal hier draußen, was da noch so ist. Ich nehme an, dass da nichts ist. Nein. Dann eben wieder rein. Tür zu. So, jetzt nochmal einen Blick drauf geworfen. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier waren wir, da gibt's nichts mehr. Da waren wir, da geht's offensichtlich weiter. Okay, ich dachte, das wäre ein X, das das Ziel markiert. Dann gucken wir uns jetzt nochmal hier um. Und dann scheint es hier weiter zu gehen. Muss es? Denn der Weg hier ist ja versperrt. Alles klar. Dann haben wir das mittlerweile begriffen, wie das geht. Was hier die gedachte Lösung ist. Oh, Moment. Wir müssen oben rum. Und verstecken kann ich die hier offensichtlich auch nicht. Ach, Mann. So, und jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen, außer für die Dunkelheit, werfen wir doch noch den Kronleuchter runter. Ach, Mann. Und stellen fest, dass er nicht einmal runterfällt. Man stelle sich vor, man hätte es doch gemacht, dann wären wir aber ziemlich aufgeschmissen. Ei, das wäre aber echt übel gewesen. Das wäre echt übel geendet. Richtig übel. So, jetzt ist natürlich keine Ahnung mehr, wie da unten die Sachlage war. Da waren wir schon drin. Nein, da waren. Hä, da waren wir noch gar nicht drin. Habe ich das nicht eingesammelt? Auf jeden Fall haben wir das Licht jetzt vor uns. Das ist schon mal ein Vorteil. Nur die. Ach Mann, ey! Dass ich das immer erst auswählen muss. Viel sehen tue ich auch nicht gerade. Es würde sich anbieten, den da eventuell zu holen jetzt. Ach du Schande, hey. Erst den einen, dann den anderen. Wobei, wenn ich es genau sehe mit den Blitzen, es leuchtet ja im Grunde die gesamte Umgebung auf. Vielleicht ist es dann doch begründet, dass man mich hier sieht. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
So. Ich gehe noch ein bisschen höher. Ich möchte es nicht riskieren. So, da kommt der Blitz. Der Typ ist jetzt da. Runter. Runter. Och Mann, Typ. Wenn mich jetzt einer sieht. Ah, vielleicht hätte ich ihn doch holen sollen. Jetzt muss ich hier runter. Ich könnte ja versuchen, einen anzulocken. So viel zum Anlocken. Oh, scheiße. So. So viel zum Anlocken. Da will man es doch mal versuchen und dann sowas. Kann ich euch verstecken wenigstens? Danke. Vielen, vielen. Wache in Angst und Schrecken versetzt. Oh, warte mal, wenn ich die jetzt da runterwerfe, dann kriegen die Angst oder wie? Offenbar nicht. Hä? Ich raff's grad nicht. Ach, sei's drum. Das wird schon, das wird schon. Klappen die da gerade in die Tür nach dem Motto, ich will rein, ich will rein. Ernsthaft? Wie geil ist das denn bitte schon gerade? Seil dich ab. Geht das nicht? Alter, hey, das ist doch voll die Panik, die er hier gerade durchlebt, oder? Wollen wir ihn erlösen? Ich weiß nicht, ob ich mich da besser beifühlen würde. Aber wie ich die in Angst und Schrecken versetzt habe, das würde ich doch mal gerne wissen. So, einer nach dem anderen. Ja, da waltet man wieder seines Amtes als Abschlepper. Da wieder den Kram anderer hinterher herräumen. So, also jetzt noch einmal. Wir waren hier oben. Die Stahltür kriegt man offensichtlich nicht auf. Und dann geht es jetzt hier unten noch weiter. Wunderbar. Dann sind wir auf dem Weg. Und zwar auf den richtigen. Den richtigen Faden. Huppala. So, schön geduckt bleiben. Aufrecht stehen tut dem Rücken nicht gut. Zumindest in deinem Fall. Und nicht nur das. Super. Jetzt haben wir das aufgemacht, das ist klasse. Aber so richtig viel bringt uns das auch nicht. Muss ich gerade feststellen. Die Frage ist, wo es weitergeht. Ich würde tippen, dass es schon hier in dieser Richtung weitergeht. Ach ja, genau, die Sache mit dem Treppen. Da habe ich mal wieder an alles gedacht. Und gleichzeitig auch nicht. Ja, das will ich aber auch hoffen. Die 3 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, was ist... Ach so, das ist der Hintergrund. Jetzt dachte ich schon, der hat hier Spinnensinn oder sowas.
aber richtig gut platziert. Naja, wie dem auch sei, einiges erreicht in dieser Folge. Dieses Level mit diesem Areal hier, das muss ich sagen, gefällt mir gerade richtig cool. Auch mit dem Blitz, das kommt echt gut. Da muss man sich orientieren. Nur angestellt habe ich mich vor allem hier ziemlich blöd. Und die Sache mit dem Kronleuchter wäre auch fast ins Auge gegangen. Wie dem auch sei, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr das gut findet. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gaming. Durch genug den Bug auf den Ninja. Bis dann.